Tajweed bedeutet nicht, dass man die Stimme und den Ton nach oben, nach unten macht und die Melodie schön macht und dass man lange zieht, wenn man liest. Das ist kein Tajweed. Die meisten Leute heute denken, Tajweed bedeutet, deine Stimme schön zu machen und dass du anfängst mit der Stimme. Manche machen wie ein Betrunkener. Und die anderen, die machen mit so und diese. Und der andere fängt an mit seiner Stimme. Und der vierte macht irgendwas. Und die Leute denken melodiemäßig, stimmemäßig, tonmäßig. Und dass man so eine komische Art liest, da denken sie, das ist Tajweed. Das ist kein Tajweed. Das ist Katastrophe. Tajweed bedeutet, du liest den Koran, genau, es ist kein Problem, dass du ein bisschen Melodie hast, aber dies, was übertrieben ist, das ist sehr schlimm, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aber hauptsächlich musst du wissen, du musst den Koran richtig lesen. Anstatt Ha darfst du nicht Ha sagen. Anstatt Dal darfst du nicht Ta sagen. Anstatt Ta darfst du nicht Ta sagen. Du musst richtig aussprechen. Und dann musst du auch bei den Buchstaben, die Isti'la haben, du musst Tafkhim bringen. Bei den Buchstaben, die Istifal haben, du musst Tarqiq bringen.